Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Hausprobe-Webinar. Heute geht es darum, wie man das Beste aus einem Messebesuch herausholt. Ich bin Tori vom Marketing-Team hier bei Haus. Die Messesaison rückt immer näher, deshalb möchte ich Ihnen heute etwas mehr darüber erzählen, welche Messe für Ihr Unternehmen die richtige sein könnte, welche Vorbereitungen Sie für einen erfolgreichen Messebesuch treffen müssen und wie Sie die zahlreichen Meetings während der Messe am besten nachbereiten, um mit Ihren Gesprächspartnern und Partnerinnen in Verbindung zu bleiben. Ich werde auf wichtige Punkte eingehen, die Sie vor, während und nach einer Messe beachten müssen. Ganz gleich, ob es sich um Ihre erste Branchenveranstaltung dieser Art handelt oder ob Sie bereits ein erfahrener Messebesucher sind. Es sind bestimmt einige hilfreiche Tipps und Tricks für Sie dabei. Sie fragen sich vielleicht, weshalb Sie überhaupt eine Messe besuchen sollten. Es gibt viele Vorteile, die sich in zwei Hauptkategorien sortieren lassen. Weiterbildung und Trends. Messen bieten häufig eine große Bandbreite an Weiterbildungs- und Lernmöglichkeiten, darunter Podiumsdiskussionen, Vorträge von bedeutenden Branchenvertretern oder Seminare. Diese können besonders interessant sein, wenn Sie neu in der Branche sind oder sich über die wichtigsten Themen der Branche auf dem Laufenden halten wollen. Auf der Maison und Objet werden beispielsweise immer Interviews mit dem Designer des Jahres geführt. Und es gibt den Ausstellungsbereich What's New mit einer kuratierten Auswahl an zukunftsweisenden Trends und Produktionen. Auf der London Build Expo findet eine Veranstaltung zum Thema Umweltschutz in der Branche statt und die italienische Messe HOMI bietet Seminare zu unterschiedlichen wiederverwendbaren Materialien an. Messen sind auch der ideale Ort, um sich über die neuesten Trends zu informieren. Sie können dafür einfach an den Ständen der Anbieter stöbern oder spezielle Veranstaltungen besuchen. Auf jeden Fall werden Sie zahlreiche Möglichkeiten finden, intensiv in aktuelle Trends einzutauchen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Branchentreffen. Messen können eine wichtige Gelegenheit darstellen, Lieferanten, Kunden oder andere Branchenkollegen persönlich zu treffen. Besonders lohnt ist das bei Personen, die in einer anderen Region oder sogar in einem anderen Land ansässig sind als Sie selbst. Networking und persönliche Treffen dürfen nicht unterschätzt werden, wenn es darum geht, Verbindungen aufzubauen und neue Kontakte zu knüpfen. Schließlich können Sie nur durch Kontakte, neue potenzielle Auftraggeber erreichen. Gerade wenn Sie Ihr Geschäft vergrößern wollen, bieten Messen die Möglichkeit, viele Fachleute der Branche an einem Ort zu treffen. Gleichzeitig können Sie bei dieser Gelegenheit auch die Konkurrenz im Auge behalten. Viele Lieferanten und Einkäufer gehen natürlich davon aus, bei solchen Veranstaltungen auf andere Vertreter der Branche zu treffen. Ganz gleich, ob sie die Konkurrenz auskundschaften oder einfach nur auf ihre Marke aufmerksam machen möchten, für das Wachstum ihres Unternehmens und auch für ihren Ruf in der Branche kann es ausschlaggebend sein, auf den größeren Messen gesehen zu werden. Werfen wir nur einen Blick darauf, wie Sie sich auf die Messesaison vorbereiten können. In dieser Übersicht sehen Sie die wichtigsten Messen des Herbstprogramms. Wir beginnen die Saison mit der Maison und Objet in Paris, einer der größten Messen der Welt. Danach finden in Mailand gleich zwei Messen statt, die sich zeitlich leicht überschneiden, Intergift und HOMI. Die Intergift ist eine Fachmesse für Einrichtungsdesign und Dekoration und HOMI konzentriert sich auf Innendesign und hochwertige Haushaltswaren. Darauf folgt das einwöchige London Design Festival im September. Bei der CESAI in Bologna dreht sich hingegen alles um die Keramik. Nach einer kurzen Pause beginnt dann Anfang Oktober die Expo Casa in Turin, eine Fachmesse für Inneneinrichtung. Diese überschneidet sich leicht mit der Bâtiment in Paris, deren Schwerpunkt auf dem Bauwesen liegt. Dann geht es zurück nach London zur Decorex vom 6. bis 9. Oktober. Bei ConstruTech in Madrid ist ebenfalls eine Messe mit Schwerpunkt Bauwesen und die Architect at Work in Berlin richtet sich an Architekten und Architektinnen. Die letzten beiden großen Fachmessen in diesem Herbst sind die London Build Expo für Baufachleute und die Esprit Möbel in Paris, die sich den Themen Möbel und Design widmet.
Hoffentlich haben Sie nun eine Vorstellung davon, welche Messen für Ihr Unternehmen und Ihren Branchenzweig relevant sind. Wenn Sie sich dann für eine bestimmte Messe entschieden haben, ist es an der Zeit, sich anzumelden. Erstens, informieren Sie sich zunächst über die Veranstaltung, damit Sie sich über Termin, Ort und andere wichtige Details im Klaren sind. Sehen Sie dazu auch in den E-Mails von Haus nach. Wir verschicken häufig zusätzliche Informationen und Hinweise zu Veranstaltungen, Registrierungscodes und andere hilfreiche Tipps und Informationen. Melden Sie sich auf der Webseite der Messe als Vertreter Ihres Unternehmens an. Einige Messen sind kostenpflichtig, andere erfordern lediglich eine Online-Registrierung. In unseren E-Mails sind übrigens auch oft Codes für Freikarten enthalten. Halten Sie deshalb am besten danach Ausschau. Viele Messen bieten direkt bei der Anmeldung die Möglichkeit, Treffen mit Ausstellern zu buchen. Es lohnt sich also, auf der Webseite nachzuschauen, besonders dann, wenn Sie sich gerne mit großen Ausstellern austauschen möchten. Informieren Sie sich online auch über andere Veranstaltungen, die Sie während der Messe besuchen möchten. Dies könnten Network-Termine, Seminare, Infoveranstaltungen zu Trends oder andere Events zur Weiterbildung sein. Auf Messen herrschen oft strenge Abläufe. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihre Zeit dort optimal nutzen. Dazu hilft es, die Veranstaltung anhand der folgenden Checkliste durchzuplanen. Setzen Sie sich Ziele. Überlegen Sie sich, was Sie mit der Messe für Unternehmen erreichen möchten. Diese Ziele könnten sein: Treffen mit potenziellen neuen Kunden oder Lieferanten, Treffen mit aktuellen Kunden oder Lieferanten und ein Plan, was zu besprechen ist, Netzwerken, um neue Kontakte zu knüpfen, Stöbern nach Inspirationen für Design, neue Materialien, Techniken und Technologien. Der zweite Punkt betrifft die Logistik. Buchen Sie Ihren Transport und Ihre Unterkunft und planen Sie auch weitere Reisekosten vor Ort zum und vom Veranstaltungsort ein. Auch wenn die Kosten an diesem Punkt hoch erscheinen, ist es wichtig, den Gewinn im Auge zu behalten, denn die Teilnahme an einer Messe für Unternehmen bringen kann. Vielleicht hilft es Ihnen auch, eine Kosten-Nutzen-Analyse zu erstellen, damit Sie wissen, was genau Sie von der Messe erwarten können. So können Sie möglicherweise auch besser Ihre Ziele und Vorhaben für die Messe planen, um das Beste für Unternehmen dabei herauszuholen. Wenn Sie einen Plan haben, wie Sie zur Messe kommen, ist es an der Zeit, Ihre Zeit vor Ort zu planen. Setzen Sie sich beispielsweise einige Wochen vor der Messe mit wichtigen Kunden und Lieferanten in Verbindung, um Termine zu vereinbaren. Sie sollten sich im Voraus überlegen, welche Stände Sie besuchen werden. Bedenken Sie, dass Sie bestimmt nicht den ganzen Tag Meetings verbringen wollen, und planen Sie genug Zeit ein, um zu sehen, was auf der Messe sonst noch los ist. Erstellen Sie vielleicht eine Liste mit den 5 bis 10 wichtigsten Ständen, die Sie besuchen möchten. Markieren Sie sich diese dann auf dem Lageplan der Messe, sobald diese veröffentlicht wurde. Erzählen Sie zu guter Letzt in Ihrem Netzwerk davon, dass Sie die Messe besuchen werden. Sie können Ihre Kontakte in den sozialen Medien, per Newsletter oder auf anderen Kommunikationswegen über Ihre Teilnahme informieren. Markieren Sie in den sozialen Medien ruhig auch die Messe selbst. Sie können nie wissen, ob Ihr Beitrag nicht vielleicht geteilt wird und Ihnen damit zusätzliche Sichtbarkeit verschafft. Als nächstes geht es um die Dinge, die Sie beachten sollten, wenn Sie auf der Messe sind. Planen Sie Besprechungen und Termine für jeden Messetag gut durch. Kommen Sie etwa 30 Minuten vor Ihrem ersten Termin an, damit Sie sich in Ruhe anmelden und mit dem Veranstaltungsort vertraut machen können. Planen Sie ausreichend Zeit zwischen den einzelnen Terminen ein, da die Wege in den Hallen besonders bei großen Messen oft lang sind und Sie womöglich erst den nächsten Stand suchen müssen, an dem Sie verabredet sind.
Vergessen Sie nicht, dass Sie auch etwas Zeit brauchen, um an den Ständen zu stöbern, eine Toilettenpause einzulegen und sich mit einem Snack, einem Mittagessen oder einem Kaffee zu stärken. Vielleicht möchten Sie auch etwas freie Zeit einplanen, um sich um wichtige E-Mails und Anrufe zu kümmern. Wir empfehlen Ihnen, allen Kontakten, mit denen Sie auf der Messe verabredet sind, 1 bis 2 Wochen vorher einen Besprechungsplan zuzusenden. So herrscht Klarheit über die Themen, die besprochen werden, und jeder hat die Möglichkeit, weitere Punkte hinzuzufügen. Auf dieser Grundlage lässt sich die Dauer der einzelnen Treffen viel besser planen und Sie verhindern, dass sich einzelne Termine aufgrund schlechter Planung in die Länge ziehen. Überlegen Sie sich als nächstes, wo Ihr Meeting stattfindet. Wenn Ihr Gesprächspartner einen Stand auf der Messe hat, eignet sich dieser möglicherweise für das Treffen. Alternativ können Sie sich in einem Café in der Nähe oder in einem freien Arbeitsraum auf dem Messegelände verabreden. Wenn das Treffen weniger formell ablaufen soll oder Sie bereits eine freundschaftliche Beziehung haben, können Sie auch ein gemeinsames Mittag- oder Abendessen in Erwägung ziehen. Achten Sie in jedem Fall darauf, genügend Zeit einzuplanen und diesen Zeitplan auch einzuhalten. Schon ein überzogener Termin kann sich auf alle anderen Meetings des Tages auswirken. Nicht nur für Sie, sondern auch für Ihre Gesprächspartner. Wir empfehlen 30 Minuten pro Treffen. In der Regel reicht das, um über alle wichtigen Themen zu sprechen. Planen Sie hingegen zu großzügig, könnten Sie in die Verlegenheit kommen, über irrelevante Themen zu sprechen, nur um die Zeit zu füllen. Aber natürlich werden Sie selbst mit ein bisschen Erfahrung am besten einschätzen können, wie viel Zeit Sie für bestimmte Kunden und Anbieter benötigen. Ein zentraler Bestandteil von Messebesuchen ist das Networking. Auch wenn Sie vielleicht zu den Menschen gehören, die dies nicht zu ihren Lieblingsbeschäftigungen zählen, sollten Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, neue Leute kennenzulernen. Man weiß nie, ob man auf der nächsten Messe nicht vielleicht einen neuen Lieferanten kennenlernt, eine neue Geschäftsbeziehung aufbaut oder sogar einen Freund oder eine Freundin gewinnt. Häufig werden auf den Messen auch Begrüßungs- und Abschlussveranstaltungen organisiert. Versuchen Sie, innerhalb der ersten Stunde zu erscheinen, um so vielen Menschen wie möglich begegnen zu können. Größere Unternehmen veranstalten oft auch Kennenlerntreffen auf Messen. In ihren Haus-E-Mails erfahren Sie, ob wir eines für die nächste Messe geplant haben. Networking-Tipps und Tricks. Es kann nicht schaden, ein paar Visitenkarten dabei zu haben. Vergessen Sie nicht die Grundlagen wie einen festen Händedruck, viel Augenkontakt und eine deutliche Sprache. Erst zuhören, dann reden. Halten Sie Ihren Elevator-Pitch bereit. Sie sollten Ihre Rolle bzw. Ihr Unternehmen in 2 bis 3 Sätzen zusammenfassen können. Überlegen Sie sich ein paar Fragen, die Sie Geschäftspartnern stellen können. Wie lange sind Sie bereits im Geschäft? An welchen Projekten arbeiten Sie gerade? Wie gefällt Ihnen die Arbeit in Ihrem Unternehmen? Tauschen Sie nach einem guten Gespräch Kontaktdaten aus und speichern Sie die Person in der Liste der Personen ab, die Sie nach der Messe kontaktieren möchten. Wenn Sie sich in einer Stadt befinden, die Sie noch nicht kennen, sollten Sie auch einige Zeit außerhalb des Messegeländes verbringen. Sie können sich mit einem Kunden zum Essen verabreden oder mit Arbeitskollegen die Sehenswürdigkeiten besichtigen, was natürlich auch alleine eine gute Idee ist. Eine Auszeit von der Messe gibt Ihnen die Möglichkeit, über Gespräche nachzudenken, anstehende Termine zu planen und Ihrem Gehirn nach einem anstrengenden Tag etwas Zeit zum Erholen zu geben. Messen bieten auch eine großartige Gelegenheit, persönliche Beziehungen zu Branchenkollegen aufzubauen. Wenn Sie also etwas Zeit außerhalb der Veranstaltung einplanen, kann dies auf ganz natürliche Weise geschehen. Zum Schluss noch ein paar Dinge, die Sie sich für die Zeit nach der Messe merken sollten.
Die Nachbereitung ist einer der wichtigsten Aspekte eines Messebesuchs. Sie haben viele gute Gespräche geführt, Pläne mit Kunden geschmiedet und Vereinbarungen mit Lieferanten getroffen. Jetzt ist es an der Zeit, diese Vorhaben in die Tat umzusetzen. Wir empfehlen, sich spätestens 2 Wochen nach der Messe schriftlich an relevante Gesprächspartner zu wenden. Schreiben Sie dazu einfach eine E-Mail mit einer Zusammenfassung dessen, was gesprochen wurde, und möglichen zeitnahen Aktionspunkten. Wenden Sie sich ruhig auch an die Personen, mit denen Sie zwar keine konkreten Pläne gemacht haben, die aber trotzdem gute Kontakte für die Zukunft sein könnten. Setzen Sie sich mit ihnen in den sozialen Medien in Verbindung oder schicken Sie ihnen gegebenenfalls eine E-Mail. Es kann hilfreich sein, auch bei diesen unverbindlichen Konversationen eine Art Aktionspunkt oder gemeinsames Thema zu finden, anhand dessen Sie eine Beziehung aufbauen können. Zum Abschluss bietet es sich an, ein Fazit zum Besuch der Messe zu ziehen. Wenn Sie mit Kollegen dort waren, können Sie die Ergebnisse gemeinsam besprechen. Ansonsten gehen Sie einfach in Ruhe für sich durch, wie der Besuch für Sie gelaufen ist. Zu guter Letzt noch einige wichtige Tipps von unserer internen Messeexpertin Neuss Martin, die Inhalte des Webinars auf den Punkt bringen. Machen Sie sich einen Plan und setzen Sie Ziele für die Messe. Geben Sie sich vor Ort ausreichend Zeit und kontaktieren Sie interessante Gesprächspartner in den Wochen nach der Messe. Das Hausteam wird übrigens auf allen wichtigen Messen vertreten sein, die ich zu Beginn des Webinars genannt habe. Kommen Sie gern vorbei und sagen Sie Hallo. Sie können dabei auch alles über unsere Software House Pro erfahren und was sie für Unternehmen tun kann. Bevor Sie einer der Messen besuchen, haben Sie sogar die Möglichkeit, sich kostenlos ein Bild von House Pro zu machen. So können Sie sich mit unserer umfassenden Business Management Software vertraut machen und mögliche Fragen gleich mit dem House Pro Team auf der Messe klären. Zu den beliebtesten Funktionen unserer Software gehören Lead-Verfolgung und Projektmanagement, Tools zur blitzschnellen Erstellung von Angeboten, Grundrissen und Planaufmaßen und vieles mehr. Mit unserer Probeversion können Sie alle Funktionen einen Monat lang kostenlos testen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link hier in der Präsentation. Das war's für heute. Wir freuen uns darauf, Sie auf einer der vielen Messen in diesem Herbst zu sehen. Ich hoffe, Sie konnten einiges aus diesem Webinar mitnehmen und fühlen sich nun bereit, Ihre Messevorbereitungen in Angriff zu nehmen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns direkt über House Pro kontaktieren.